Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, 666 Flake. Heute mit einem Deck-Profile. Und es handelt sich mal wieder um eine kranke Deck-Idee vom guten alten 666 Flake. Das Deck nennt sich heute Orichalcos Chaos Beasts. Und wir gehen direkt ins Profile rein. Einmal Gors. Eine Tragödia. Ein Black Luster Soldier. Ein Chaos Hexer. Ein Kaius. Wieder die zwei Photonen-Thrasher, einer Ulti. Dann spiele ich hier drinnen jetzt meine drei neuen Photonen-Säbelzahntiger. Einmal der Affenkämpfer, der Finsternis, nicht verkehrt. Dann drei Reihe. Wieder da eine Ulti mit dabei. Hier mein alter Klassiker, Exarion Universum. Zweimal im Deck drinnen, das ist ebenfalls ein Ungeheuerkrieger und auch ein Finsternismonster. Das ist auf jeden Fall auch ein Ziel für Horn des Phantomungeheuers und mit 1,9 Defense und 1,8 Angriff solide Werte. Champion kann er auch noch, nicht verkehrt. Dann geht's weiter mit den drei Wind-Up Rabbit. Zwei Tourguides und Sangan. Ein Honest ist auch noch drin. Dann kommt Book of Moon, Heavy Storm, zwei MST. 2 Pot of Duality, natürlich Siegel, Seal of Orichalcos, Schwarzes Loch, Reborn, Allure, dann, da das Deck natürlich ein Beast-Deck ist, 3x Horn des Phantomungeheuers, 2 Bodenlose, 2 Warning und eine Mirror Force. Komme ich noch schnell zum Extra-Deck. Zocke ich ein Abyss Bewohner, ein Gagaga Cowboy, Utopia, Utopia Strahl, ein Pearl, ein Maestrum, ein Photonenfighter Agent, ein Roach, einmal die Senmaien, zweimal Senmaimin, Acid Golem, Leviathan und einmal den chronomalen Kristallchrononaut. Soweit zum Orichalcos Chaos Beast Deck vom 666 Flake. Das war's für heute. Schaut euch weiter meine Videos an. Euer 666 Flake.